Schlimme Nachrichten von Claudia Michelsen. Die Schauspielerin hat einen schweren Unfall gehabt und sich am Hals verletzt. Ich kann bestätigen, dass es einen Unfall gab und sie sich am Halswirbel verletzt hat, so ihre Presseagentin Käthe Steinfeld gegenüber Bild. Wie es genau zu dem Unfall kam, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Wie Orthopäde Dr. Martin Marjanovic im Gespräch mit Bild erklärt, kann Michelsens Verletzung sehr gefährlich sein. In dem Bereich der Halswirbelsäule befindet sich unser gesamtes autonomes System. Dort laufen Atmung, Herzschlag und Nervenfunktionen zusammen. Wenn die Halswirbel schwer beschädigt sind, kann das lebensgefährlich sein. Auch eine Querschnittslähmung kann die Folge sein. Sollte der Halswirbel allerdings nicht stark beschädigt sein und sollte er den Wirbelkanal nicht beeinträchtigen, bestehen Heilungschancen innerhalb weniger Wochen, so der Arzt weiter. Doch wie steht es wirklich um den TV-Star? Käthe Steinfeld kann zum Glück Entwarnung geben. Glück im Unglück, es geht ihr soweit gut. Wir gehen fest davon aus, dass sie im März wieder arbeiten kann. Der Dreh zu Polizeiruf 110 sollte zwar schon vor März starten, doch da die Hauptdarstellerin nun ausfällt, wird dieser verschoben. Bleibt zu hoffen, dass sich Claudia Michelsen schnell von dem Unfall erholt und es ihr bald wieder gut geht.